Moment, Leute. Da sind wir wieder mit Jacket Alliance 2. Es geht weiter. Die alte Reihen raustackelt. Letztes Mal war ich ganz kurz hier in dem Sektor. Bisschen Unruhe gestiftet, bin wieder weg. Ich habe mir jetzt noch Verstärkung geholt. Ist hier oben. Einmal links als Scharfschütze, aber ohne Equipment. Blöderweise habe ich nicht eingestellt, dass er direkt hier landet, sodass er jetzt dahin laufen muss. Das ist ein bisschen blöd. Aber dann muss er durch. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wo ist Hamus? Ist dort. Ja, hier sind überall Gegner, das ist ein bisschen eklig. Machen wir es so. Schicken ihn hier hin. Kann ich den Helikopter hinschicken? Das wäre immer wahr. Geht denn das nochmal? Heli. Skyrider hier. Skyrider. Der ist in einer halben Stunde da. Ja, komm. The way things are going, Cap, won't be long before I'm putting. Yep, yep, yep. Got here. Need a game plan. Game plan. Ja, wir müssen regroupen, das ist der Game plan. Machen das so. Reparieren. Ja. Und schlafen. So. Oh no. Loch links. Ich dachte, ich hätte schon rübergeschickt. Fuck. Gotta make it snappy, Cap. Ja. Gotta make it snappy, Cap. Ja, komm schon. Gotta make it snappy, Cap. Ja. Alright, I'm here. Okay. Helikopter. Heli. Skyrider hier. Ich glaube, ich fliege einmal. Skyrider hier. Ja, what's your plans for the bird? That's a big. Krass, dass das 300 kostet für die drei Felder, die er fliegen soll, aber egal. It is what it is. I'm here, Cap. Und Duty. Ja, ich habe ihn ohne Equipment genommen, weil ich habe so viel Stuff. Nothing. Alleine hier ist ja so viel Krempel. Dass ich ihn ja super ausstatten kann, ohne dass er gekaufte Sachen braucht. Ich weiß gerade gar nicht, macht die 11%. Die Guardian ist, glaube ich, mehr wert, wenn die heil ist, aber haben wir eben Kevlar. Natürlich gar nicht die besten Sachen hier. Aber Hauptsache, er hat erstmal ein bisschen Stuff. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier? Munition, kleine Tasche. LBI gibt auch eine große. Ich glaube, das ist besser. Ja. Machen wir so. First Aid kriegt er direkt zwei Stück. Ein bisschen Camouflage, schadet ihm auch nicht. Messer kriegt er noch. Mini 14 oder Commando. Also auf jeden Fall irgendwas, was Bums hat. Ich könnte natürlich ihm auch ein richtiges Sniper Rifle geben. Als Zweitwaffe dann die Commando. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber. Keine Munition hierfür. Ah, oder die AK. Was haben wir? 61, 30. Range 33. 5 und 22. 5, 5, 6. Also. Na komm, kriegst du die AK. Einfach aufgrund der Munitionssituation. Auch wenn ich im Van habe ich ja noch mehr, aber passt schon. Dann. So, was haben die hier noch dran? Stock, der bringt mir nichts. Boah, passt doch.
Mehr braucht er eigentlich nicht. Aber hier einen besseren Helm vielleicht noch. Bisschen Wasser ist auch nicht verkehrt. Vielleicht noch eine Mini-Grenade. Ja, damit ist er schon ganz gut bedient, glaube ich. Pistol. Die haut schon rein, ne? Hätte wie auch was. Ne, passt. Passt, passt, passt. Dann stecken wir ihn in den Ice Cream Truck. Ach so, ja, warte mal. Ja, warte mal, warte mal. Der hat doch Zeug dran. Ich muss ein bisschen schauen. AK-74 hatte ich mir gegeben. Das ist aber auch. Muss ich gerade mal hier reinpacken. Ja, hier ist ja auch die Munition. Okay, vielleicht doch nochmal ändern. Ein bisschen Management gefragt hier. Oh no, jetzt hat er die einsortiert. Fuck. AK-108, AMD, das Ding, Mini 14 ist auch nicht schlecht, ah ja, und die Kommando, das wäre die Auswahl, hier haben wir die Munition. Was ist das denn für eins? Auch nur ein Folding Stock drin. Das Ding ist, glaube ich, nicht schlecht. Heavy. Ja. Ist aber auch ganz nice. Das Messer dran gewesen. Gute bei dem M4, bei der M4, ich glaube, die nehme ich auch, ist, dass die einfach wenig Punkte braucht, um die ready zu machen. So. Wie macht man das hier nochmal? Unpack? Nee. Ist nicht die richtige? Ah, ist nicht die richtige Munition. Fuck. Der Truck, der hat doch noch mehr am Start. Hier ist die richtige Munition. Genau, so machen wir es. Die machen wir zur Seite. Die Munition nehmen wir mit. War da nur 3 Päckchen drin? Okay, dann ist es so. Dann gehen wir wieder auf den Truck, packen hier die Munition wieder rein und vielleicht auch was von den Waffen. Ich glaube, hier die nehme ich mal mit, die sah ziemlich stark aus. Naja, das ist andere Munition. Das ist auch andere. Okay. Whatever. Ah, die AK nehme ich auch mal mit. Good condition. Good condition. Und dann würde ich das Ding wechseln. Doch die Munition wechseln. Ist das jetzt die richtige? Ja. Brauche ja auch nicht so irre viel, aber dass er wenigstens ein bisschen was mit hat. Scope wäre natürlich noch Sahne, aber passt schon. Hatte der Truck sonst noch irgendwas? Nö. Auch ein Hates und so. Das passt. Gut. Dann fährt der Ice Cream Truck wieder los.
keine Zeit verlieren. Meanwhile, okay. Gucken, was Daedrenner vorhat. Elliot, good. I'm glad you've come. It seems you've forgotten to tell me something. Your High... Yes. When did the new helicopter... Your Highness... Hoppala. What? In fact, I was just now coming to report this to you. The rebel forces, it seems, have secured the services of one Mr. James Bullock, or Skyrider. I'm an idiot. Elliot, you idiot! Why didn't you say so immediately? As you command. Okay. Naughty man, he... Oh, fuck, sehr nervig hier mit den Gegnern. Alright, I'm here. This is a guaranteed. Richtig hart nervig, überall Gegner auf den Straßen. Machst du nix? Oh, Nachtfight ist auch eklig. Hate it. Ich hasse das. Bam! Ich habe Tastkürzel nachgeschaut. Auf einen Klick. Das ist ganz praktisch. Kann man hier schön toggeln. So. Das muss ich noch manuell machen. Und. Oh, ich war noch nicht nachgeladen. Okay. Speichern wir mal. Ich weiß gar nicht, ob das Fernglas hier was bringt nachts. Theoretisch würde man sich ja denken, so im Dunkeln nicht das Sinnvollste. Versuchen wir uns mal ein bisschen vorzusneaken hier. I sure as hell heard something. From the east. Mad Dog hat Geld, das zahlen wir mal ein. Jupp. I sure as hell heard something. Northeast, also hier. Na, ich denke auch fast mit dem Fernglas, das bringt nichts. Im Dunkeln. I sure as hell heard something. Die hat auch nicht. Ne, hat eine Sonnenbrille, sonst okay. Ice Pearl Clint, das sind eigentlich die. Ich werde dann versuchen, mit Dragon mich ein bisschen ranzusneaken. Nochmal speichern. Well, I sure as hell heard something. Da ist the bad dudes are here. Time for them to taste trouble. Yeah, the bad dudes are here. Hm.
Schön. Ich kann ihn aber nicht wirklich anvisieren. Last sure as hell heard something. No, 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 wo willst du hin? Bleib doch hier, Junge! Mein Gott. Sorry. Fünfmal klicken, damit er einmal stehen bleibt. Sure as hell heard something. Natürlich, ey. Lass mich verscheißern. Warum? Hier. Ist auch ein bisschen verscheißern, oder? Was hat er denn? 25. Lass mal heilen. Ja, du darfst ruhig treffen. Der Typ ist selber mit dem Rücken zu dir dort. Warum kriegt der so einen Bogen? Check ich nicht. One of these days, my luck's gonna run out. Das ist ein epischer Kampf. Burst. Stark. Junge. Machen wir mal so. Just heard a noise. Jesus K. Christ! Yes. Geiler Sound. Wieder hinlegen. Ah, squat! Und wieder hinlegen. So, Steroid. Auch drehen. Wieder hinlegen. Aber Clint kriegt auch ein gleiches Signal. Hier wird da bestimmt noch jemand hochlaufen. Ist fast zu schade mit der Waffe. Die Munition. Nehmen wir uns lieber mal auf. Yes. Ich wechsle mal das Scope auf die Waffe. So. Ah, squat. Here. Tja. Jesus K. Christ. Sehr schön. Ah, muss ich drehen, Mist. Hab ich nicht bedacht. Passt aber. Okay. Last sure as hell heard something. Na komm. Alright. Ah, squat. Yo. Müssen noch fünf Stück sein. Ich trau denen nicht, deswegen. Remember, there's at least one hiding somewhere nearby. Just heard a noise. Time to take out the trash. Sehr schön. Jesus K. Christ! Oh,
Macht auch so Sinn. Kopf anvisiert. Oh, passt. Yes. We must not forget that we have left our enemies hiding. Think I heard a suspicious sound. Time to take out the trash. Na, Pearl macht das schon. Oder auch nicht. Jesus K. Right. Ah, ja, so ein paar mehr. Da ist die Munition hier aufgebraucht. Ich jetzt hier durch? Nee. Yo. Here. We didn't finish the job. Stay awake. Time to take. Nur Pearl hat Augen für den Gegner. This gun ain't happen until I reload it. Ah, passt schon. Yes. Bei. Auch mal auf den Weg ein bisschen den anderen. Ja, ja. Oh. Oh, okay. We have some inconveniences to dispose of. Ist hier ein Baum? Da ist ein Baum. Jesus K. Reist. So, jetzt habe ich auch wieder mal treffen, so langsam. Darf der das? Sieh mich da gar nicht. Jesus K. Reist. Comes with the territory. Standing by. Klatterdurchschuss. Na, Burst ist übertrieben. Vielleicht ein Einzelschuss, der ist ja schon ziemlich angebumst. Na gut. Am liebsten hinlauf, dem einen reinknallen, schaffe ich das? Ist das der letzte? Ich glaube schon. Annihilated. All evil has been lifted and separated. Lieber weg von der Wolke. Jut, das war das. Tverone West. Polizeiweste. Die ist auch nicht schlecht. Oh ja, die ist nice. Munition, bisschen schwerere Geschichten. Weg damit. Weg damit. So ein bisschen aufs Geld achten, deswegen lieber weg mit dem Kram. Hier habe ich gar nicht mehr so viel Munition, da muss ich unbedingt was geben. Jetzt einfach so laufen und Hamus mit dem Truck kann wieder zurückfahren. Me here. All right, I'm here. Einmal speichern. All right, I'm here. Oh ja, wir lassen links mit da dran laufen. An enemy encounter is
Links ist natürlich jetzt alleine, aber den packe ich einfach ganz links oben hin. Dann ist er mit den anderen zusammen. Das ist ganz schönes Dickicht hier oben. Okay, packen wir hier oben hin, Dragon auch. Madhawk da mit hin. Oh, das war aber ein anderes Geräusch. So, alle zurück auf Sunglasses. Das waren Bloodcats, die ich gehört habe. Die werden natürlich, denke ich mal, gleichermaßen angreifen. Also sowohl die Gegner als auch mich. Für die macht es natürlich Sinn, dass man mehr Damage hat und nicht so panzerbrechende Munition. Aber ich würde sagen, das war's für die nächste Folge. Zeit ist nämlich rum. Wenn wir die hier weggemacht haben, muss ich mal gucken, dass ich den Vertrag von links möglichst schnell verlängere. Ein Tag ist schon rum. Bis wir hier hinten sind, ist noch ein zweiter rum. Ja, dann versuchen wir natürlich in Grum weiterzukommen. Da ist ja noch nicht viel passiert. Die Mine ist direkt hier vorne. Ja, ich würde wieder zurück in den Sektor gehen. Wahrscheinlich, wo wir letztes Mal waren. Dass man da Fuß fassen kann. Und genau. Also Leute, bis zum nächsten Mal und reingehauen.